Moin und herzlich willkommen zu einem kurzen Update von dem Haus X-Morg 10208 The Dios. Ich bin immer noch völlig begeistert von dem Haus. Nun habe ich gerade das Lichterset eingebaut. Da war aber doch wieder ein kleiner Fehler bei. Bei dem Lichterset hatte ich auch schon mal bei dem, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Modell das war, da waren die Kabel vertauscht bei Plus und Minus in der Batteriebox. War hier auch wieder der Fall. Also irgendwie sind die Produktionsstätten in Fernost aktuell gerade nicht so gut, dass sie Plus und Minus vertauschen. Aber wer selber löten kann, kann es natürlich machen. Sonst sollte er sich lieber einen Fachmann suchen oder das reklamieren, das Batterieset oder das Lichterset. Auch bei dem Einbau war ich wieder völlig begeistert, weil ich muss sagen, das Set ist so durchdacht. Also von den Details her, auch wenn man jetzt sich das hier so anschaut, die Anleitung, man muss so vorher noch zwei Sachen abbauen. Einmal unten diese schwarze Schiene muss man abbauen aus dem Obergeschoss und einmal das Seitenteil. Aber wenn wir dann weiterschauen, jetzt weiß ich auch, wofür die Tür ist. Da haben wir die hintere Tür, wo ich erst dachte, wofür ist sie gut. Da kommt das Lichterset rein. Und wenn wir sehen, wir haben überall so kleine Durchgänge. Dadurch, dann geht es hier weiter, dann muss man das einmal umdrehen. Und dann sieht man, dass das Lichterset hier durchgeführt wird. Hier unter den Steinen durch, dann da wieder durch. Und dann hier vorbei. Und dann auf die nächste Seite. Es hat immer irgendwelche Zwischengänge. Auch hier, wenn man das so sieht. Es geht immer irgendwo durch. Das ist, man muss keine Klemmbausteine hochnehmen oder so. Man muss das einfach nur da durchschieben. Das ist echt total cool gemacht. Auch hier. Zack, dadurch. Da wieder durch, durch diese Lampe durch. Also echt Hammer. Also richtig, richtig gut durchdacht, muss ich ehrlich sagen. So, nun wollen wir uns das natürlich auch einmal anschauen. Genau, hier haben wir einmal nochmal das Haus. Hier haben wir die kleine Tür. Da. Und dann haben wir das Batterieset. Das Lichterset. So sieht es aus. Dann natürlich nichts. Aber ich finde es super. Auch schön beleuchtet. Schöne helle LEDs. So, das war es mit einem kurzen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist eine reine Kaufempfehlung, das Haus. Macht es. Viel Spaß beim Bauen. Bis bald. Ciao.